Das Leben verläuft in Wellen, in Höhen und Tiefen. Diese Yin-Yoga-Praxis dient wie ein Anker, um dich fest in dir selbst, in der Gegenwart und in deiner Tiefe zu verankern, damit du nicht kenterst, wenn es stürmisch wird. Du brauchst für diese Praxis eine Wand und eine weiche Unterlage und vielleicht ein Kissen. Und wenn du soweit bist, dann lass uns beginnen. Wir beginnen in einem lockeren Stand. Knie weich, Wirbelsäule locker, Arme hängen schwer. Schließe deine Augen und lass dich treiben. Verwurzel dich tief mit dem Boden. Beobachte deine Wirbelsäule und stell dir vor, wie sich all deine kleinen Wirbel aufrichten wie eine Perlenkette. Lass deinen Atem entspannt fließen, tief in deinen Bauch. Und beobachte, wie sich dein Bauchdecke hebt und senkt. Mit jedem Atemzug wirst du etwas entspannter und verwurzelst dich etwas mehr in deiner Mitte mit dem Boden, jetzt, in diesem Moment. Von hier bringe deine Unterarme an die Wand. Beuge dich nach vorne und lass Brust und Oberkörper hängen. Öffne dein Herz mit der Schwerkraft und lass es mit Energie füllen. Spüre, wie sich deine Schultern öffnen. Bleib hier ganz passiv und gib alle Verantwortung ab und du trägst nur dich selbst. Löse dich und finde noch einmal deinen lockeren Stand. Lass deine Knie weich sein, lass sich deine Wirbelsäule ganz natürlich aufrichten. Schließ deine Augen und spüre nach. Spüre, wie dein Herz offener ist und weicher.
von hier. Lass deine Knie noch etwas weicher werden und finde eine weiche Vorbeuge. Wenn du magst, klemm dir ein Kissen zwischen Oberschenkel und Bauch. Lass deinen Oberkörper schwer sein. Spüre weiterhin die energetischen Wurzeln in deinen Füßen und stell dir vor, wie Stress deinen Körper durch seine Kopfkrone verlässt. Löse dich und finde den Boden. Lehne deine Beine an die Wand und rutsch so dicht ran, wie du magst. Lege deine Arme links und rechts von dir ab. Bleib hier und finde Stille. Lass deine Beine an der Wand, aber bringe deine Fußsohlen aneinander. Lass deine Knie von der Schwerkraft nach unten ziehen und spüre, wie sich passiv dein Zentrum öffnet. Hier ist dein Dreh- und Angelpunkt. Wenn du hier in deiner Mitte bist, trägst du deine Balance in dir. Thank you.
Von hier finde deine Libelle. Lass deine Beine auseinanderfallen und lass diese passive Dehnung zu, ohne sie zu bewerten oder zu beeinflussen. Lass sie einfach sein. Bring deine Beine wieder zusammen. Leg deinen rechten Knöchel quer auf den linken Oberschenkel und lass dein linkes Bein langsam zu dir absinken. Lass diese passive Dehnung auch wieder zu und spüre seine eigene Schwere. Wechsel die Seite. Bring deinen linken Knöchel quer auf den rechten Oberschenkel und lass dein rechtes Bein langsam zu dir absinken. Spüre deine eigene Schwere. Lass diese passive Dehnung zu, ohne sie zu bewerten.
Zieh beide Knie zur Brust. Mach vielleicht kleine Kreise mit den Knien und massiere deinen Rücken auf der Matte. Löse dich und finde deinen Shavasana. Deck dich zu und kuschel dich ein, so dass du dich geborgen fühlst, wie in einem Kokon. Spüre deine Schwere, die dich verankert. Alles kommt, alles geht. Das einzige Versprechen, das uns das Leben gibt, ist, dass es sich verändert. Und wenn du hier diese Tiefe mit dir trägst, diese Verankerung, kannst du diese Veränderung annehmen und mit dem Leben fließen. Alles kommt, alles geht. Das einzige Versprechen, das uns das Leben gibt, ist, dass es sich verändert. Und wenn du hier diese Tiefe mit dir trägst, diese Verankerung, kannst du diese Veränderung annehmen und mit dem Leben fließen.
Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück und atme ganz tief ein. Spüre deinen Körper und spüre die Schwere deines Körpers. Spüre die Punkte, wo dein Körper in die Matte presst. Wenn du magst, kannst du hier auch liegen bleiben, so lange, wie du es heute brauchst. Aber wenn du magst, dann komm auf deine eigene Art und Weise wieder hoch in eine sitzende Position. Und dann bring deine Handflächen zueinander in Jali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.